Jo moin, im heutigen Clash Royale Video spielen wir mein Lieblings-Lockbait-Deck zur Zeit. Lockbait Cannon Cut mit dem Mauerbrecher, man hat gleichzeitig auch den Magic Arch drin, sehr sehr nice Karte, Hunter gegen Luft und den Dark Prince, einfach weil sehr sehr viel Bait gespielt wird, aber ihr könnt auch zur Not die Bandit nehmen. Anstatt des Dark Prince, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr braucht mehr diesen Bridge-Spam-Effekt. Wenn ihr keine weiteren Clash-Rabis auf den Kanal verpassen wollt, das sehr gerne den Daumen nach oben da, das sehr gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir springen sofort in die Games. Let's go. So, jetzt sind wir im ersten Game mit meinem absoluten, will ich sagen, Lieblingsdeck, aber ich liebe auf jeden Fall dieses Deck. Es macht so viel Bock zu spielen. Dieses schnelle Warbreaker-Kobold-Recycle-Deck, einfach so ein geiles Deck, es macht mir so viel Spaß zu spielen, könnt ihr gerne auch mal selbst ausprobieren. Das Deck gibt schon etwas länger, ich habe es jetzt ein bisschen angepasst, ich habe den Dark Prince reingenommen für die Band, weil wirklich sehr, sehr viel Spam gespielt wird. Und zudem habe ich noch den Magic Archer reingenommen, weil ich einfach finde, dass Magic Archer deutlich nicer ist als Quintus zur Zeit. Mir geht es hier auf rein auf beiden Seiten. Bin ich gespannt, okay. Lässt es komplett durch. Interessante Entscheidung von ihm, aber ich respektiere die Entscheidung. Hawk natürlich jetzt nicht das einfachste Matchup, weil... wir haben nicht so viel gegen Hawk, aber mal schauen. Er hat auch das ist natürlich Octopus, Giant Skeleton, Magier. Wir haben keinen großen Spell. Auf jeden Fall eines der kniffligeren Matchups. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass so viele Leute das Deck spielen von ihm. Warbreaker auf jeden Fall jetzt rein. Er wird wahrscheinlich einfach nur Loggen oder Tornado. Muss ich sagen, bringt eine Cannon Card. Aber er weiß nicht, dass wir einen Magic Arch haben. Das heißt, wir können vielleicht irgendwann eine krasse Placement machen. Okay. Wir loggen das mal. Ich weiß nicht, ob der Nado von ihm so sinnvoll war. Ja, wobei, Kollege Cannon Card stirbt halt. Boah, schwierig. Das ist knifflig. Ich würde sagen, es ist einfach ein Goblin auf der rechten Seite. Er wird wahrscheinlich seinen Goblin-Ball sogar eher mit einer Skarmie verteidigen. Ja. Hier ist es auch hier mal. Würde ich sagen, es gibt einen Dark Prince. Ich würde sagen, es gibt jetzt hier einen Magic Archer rein. Mit zwei Hits. Nehme ich gerne mit, die zwei Hits. Guter Chip. Okay. Warbreaker rein. Jetzt gibt es auch den Wizard in mein Gesicht. Geil. Ich mag Magier nicht. Ich glaube, keiner von euch mag Magier, oder? Da gibt es irgendeinen von euch, der sagt, boah, heute spiele ich gegen Magier. Ich habe richtig Bock. Ich glaube nicht. Ich kriege wieder sehr, sehr viel Damage leider, weil wir nicht so viel dagegen tun können in der Situation. Das war ganz, ganz schlecht gespielt von ihm. Er hat auch wieder gemisst. Also er macht schon viele Fehler, muss man sagen. Goblin Barrel rein. Aber wir kriegen halt wieder nicht so viel. Okay, wir kriegen einen Goblin Chip Hit. Was auf jeden Fall nice ist, aber ich würde sagen, das loggen wir einfach. Okay. Cannon Card. Kniffliges Game. Wir kriegen sehr, sehr viel Damage auf der Seite. Ich glaube, mehr als er erwartet hat. Okay, sehr, sehr gut. Er hat den Magier gefailt. Der Magier hat nicht die Kollegen angegriffen. Und jetzt haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Spot. Wir können jetzt auf jeden Fall Goblin Barrel. Der lockt das zwar, aber okay. Magic Archer rein. Das sind zwei Hits. Das sind drei Hits. Er kann auch nicht Feuerball in der Offensive, was er eigentlich machen müsste. Das heißt, wir kriegen eine gute Hunter Value hier raus. Und der Magic Archer könnte an den Turm kommen. Er kommt an den Turm. Wir gewinnen das Spiel. Geiles Game, geiles erstes Game. Ich würde sagen, wir sind zum nächsten Game. Bis gleich. Und das war ein schweres Matchup. Nächstes Game, oh no, gegen die Snipe Academy Julia. Habe ich da Bock drauf? Ich weiß ja nicht. Wir sind beide auch gerade, glaube ich, Top 10 der Welt. Also, das Deck ist nicht schlecht. Die Snipe Academy. Habe ich auch Bock auf die Snipe Academy? Nein, habe ich nicht. Okay, wenn ich das schon wieder sehe, dann sehe ich die Snipe Academy. Wenn das E-Giant ist, haben wir ein fettes Problem. E-Giant auf jeden Fall ein sehr, sehr kniffliges Matchup. Ja, sieht nach E-Giant aus. Ich glaube, Dark Prince ist same lane wie der Baby Dragon, um den Baby Dragon zu tanken. Und gleichzeitig muss er den Dark Prince eh noch verteidigen. Ich glaube, das ist der richtige Play in der Situation jetzt, ja? Okay.
Er macht jetzt einfach alles, er spammt jetzt einfach an die Brücke, oder was? Ist das jetzt der, wie er das Game gewinnen will? Das ist ja richtig geil. Also das ist so, wie er jetzt das Game ausclashen will. Gefällt mir irgendwie nicht. Er wird die wahrscheinlich durchlaufen lassen. Oder er macht versucht, den Kingern zu machen, was hoffentlich nicht klappt. Das war ja ganz, ganz wichtig. Dass ich Edgelein an der Brücke nicht punishen kann. Das ist wirklich ein Gefühl von Hilflosigkeit. Also wirklich, da Edgelein an der Brücke nicht punishen können, ist schwierig. Und das gibt Goblin Girl. Underbahn auch für die Top 32 sich in der CL qualifiziert. Also Underbahn kann auch andere Decks. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass er nur ein Deck kann. Er hat sich für die Top 32 qualifiziert. Hat sich da nicht durchsetzen können in der Gruppe, aber trotzdem $1000 nimmt man gerne mit, ne? Auf jeden Fall krass. Kennek hat eine Bag. $1000 halt wirklich für Top 32 der Welt. Das muss man überlegen. Das ist halt wirklich schon viel Geld, ne? $1000, 1000 Euro. Also ihr seid jetzt Millionäre. Für euch ist es vielleicht nicht so viel Geld. Okay, ich bin gespannt, was er macht. Ich bringe jetzt hier Doppel-Lane-Pressure. Okay. King Tower hat er versucht anzumachen, ging aber nicht. Okay, zwei Nado-Fails von Anaban, obwohl Anaban als einer der besten Nado-Spieler der Welt gilt. Aber das zu verteidigen, das wird sehr, sehr lustig. Es wird lustig, aber nicht wirklich lustig. Bring Hunter auf jeden Fall rein hier. Ja, aber klar ist das Lightning. Okay, was macht er jetzt? Echt viele Antworten, ne? Er hat echt viele Antworten. Okay. Okay, ich hoffe einfach, dass meine Kennekart stirbt. No. Jetzt hier rein. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Candy Card in the back, da will ich ja gerne wieder E-Giant bridgen, genau. Wir lieben es doch, oder? Wir lieben es doch. Oder beziehungsweise wir lieben es nicht. Was er macht. Habe ich irgendwie eine Connection bekommen? Nee, unmöglich. So eine broken Defense von ihm. So eine broken Defense von ihm. Ich will jetzt nochmal loggen, aber selbst mit Log wird das halt so viel Damage. Junge, Edgelein ist so broken an der Brücke. Einfach an die Brücke gespammt. Oh mein Gott, okay. Das ist nicht das, was ich sehen will hier. In Clash Royale. Wenn ich einfach ge-Edgelein bridged werde und einfach die Zunker gefühlt. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal einen guten Push zusammen. Probieren sie nochmal. Jetzt kommt halt einfach wieder die nächste Cage. Okay, GG's. Junge, es war nochmal so knapp. Können wir nicht viel tun. Ich glaube, vielleicht hat uns gesniped. Ich weiß nicht. War auf jeden Fall ein knappes Game. War trotzdem ein geiles Game, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut gespielt. Schwierig. Die Defensive, Dark Prince Tornado, der hat wirklich nur EJ in die Brücke gespielt, wo er halt wirklich komplett out no skilled. Aber ist okay. Gutes Game. Machen weiter. Nächstes Game. Ich bin gespannt, was jetzt er hier clashen wird. Goblin Ball First Place, eigentlich mein Favorite Move. Feuerball. Es riecht nach Magic Archer nach hinten. Eigentlich ganz solide. Ich mag Magic Archer. Ist einfach eine sehr, sehr nice Karte. Eine meiner Lieblingskarten auf jeden Fall. Sehr, sehr nervig auch. Mit Tornado. Aber was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Okay. 7.000 Trophäen mit gegen Koboldhütte. Och nee, was ist das?
Das Roylhawks oder was? Dann wir loggen einfach mal. Okay, was passiert hier? Das Graveyard? Gute Kollegen hier. Lässt den einen dran. Okay. Rare Skills. Ah, ich glaube, der spielt. Ich glaube, ich weiß, was er spielt. Ja, genau. Der spielt noch Warhawks. Vielleicht hat er sogar Spiegel. Sir Tag hat das Deck einmal vorgestellt. Der Typ hat noch Spiegel vielleicht. Könnte auf jeden Fall sein. Wo ist denn Dark Prince drin? Genau wegen solchen Situationen haben wir den Dark Prince drin. Let's go! Das ist der Coach, den wir brauchen. Coach Morton. Okay, let's go. Das ist eine starke Cannon Card, die gefällt mir. Nicht gute Value hier und ich bin gespannt. Er hat die Rare Skills, er hat die Valkyria, er hat die Flying Machine, die uns auf jeden Fall Probleme machen wird. Weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Müssen wir auf jeden Fall jetzt hier loggen. Müssen wir jetzt hier gleich einen High Hunter bringen. Ich will nämlich nicht, dass mein Darkwind stirbt, ohne Grund. Dann kriegen die Doppel Warbear Connection auf der rechten Lane. Die Wallbreaker rein. Das Koboldfass wird wahrscheinlich gefeilt werden, genau. Sieht doch ganz gut aus. Wir gehen jetzt in Doppel-Wallbreaker Connection, nehme ich gerne mit. Könnt ihr aber Magic Archer an. Sehr gut. Okay. Er hat den Feuerball gemisst. Das ist natürlich ein Big Fehler, ne? Das ist natürlich ein Fehler, den darf er eigentlich nicht machen. Ich muss nochmal so viel Elixier investieren. Er hat feile Feuerball, eigentlich hat er schon eine gute Antwort gegen uns. Spielkopf rein für die Walnuss. Ist er wieder ein Kobalt, ein Mauerbrecher Connect. Starkes Valkyrien-Timing von ihm, aber trotzdem so viel Damage. Wir können jetzt aggressiv gehen mit Magic Archer, ich würde sagen, wir chillen erstmal. Magic Archer low, damit er nicht mehr in der Flying Machine snipen kann. Connect rein. Wallbreaker einfach nur, damit wir Pressure machen. Loggen wir einfach damit. Treffen wir, glaube ich, die Kobolde noch und töten die. Das wäre auf jeden Fall geil. Oh mein Gott, dieses Log. Nein! Das wäre geil gewesen. Wir bringen jetzt den Dark Prince. Dark Prince ist natürlich risky rauszuspielen, aber wir haben immer noch Hunter. Mhm. Mhm. Wir kriegen jetzt hier guten Damage auf der Lane. Sehr gut. Türe könnte jetzt ein bisschen Auge machen. Jetzt haben wir Long hier einfach mal. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Chip. Ich glaube, wir kriegen wieder eine. Ne, diesmal kriegen wir keine Connection, okay. Goblin Barrel. Ich glaube, wir haben halt verloren, so gut wie. Also, wir jetzt nochmal Warbreaker mit Feuerball müssen. Also, er ist gerade so low an Elixir, dass wir ihn jetzt komplett eigentlich auch zeigen können. Ich schreibe schon Good Game. Das sieht gar nicht gut aus, mein Freund. Jetzt einfach nochmal hier Flock rein. Er muss jetzt Feuerballen, das reicht nicht. GG, 2-1 für heute und ich würde sagen, ein weiteres Game machen wir noch und ich zeige euch, wie stark dieses Deck wirklich ist. Nicht einfache Matchups, natürlich nicht. Das Deck ist jetzt nicht komplett broken. Es spielen viele Leute wirklich viele Spells, aber allgemein, dieses Deck ist immer auch sehr, sehr stark. Single Platz 11 global und ich würde sagen, bis zum nächsten Game. Bis gleich. Letztes Game. Theo Pro. Mal schauen. Was er spielt. Goblin Barrel auf jeden Fall rein. Ist eigentlich immer ein solider First Play. Hat er Rekruten? Ja, wahrscheinlich hat er Rekruten-Spam. Ja, okay, Rekruten sind ein bisschen nervig, weil wir nichts gegen die Flying Machine haben, aber wir haben immerhin den Dark Prince, der ganz gut ist. Gegen mit Bandit hätten wir gefühlt verloren. Jetzt schon. Nachdem ich das Matchup gesehen hätte. Okay, dann meint, das ist was anderes. Schade! Okay, es könnte auch noch Dark Prince, es könnte ja. Okay, Double Prince Graveyard ist nicht so nice. Da muss ich leider ehrlich sein. Double Prince Graveyard ist nicht das Matchup, was du sehen willst mit dem Deck. Weil ich schon wieder zwei kleine Spells. Also auf jeden Fall nicht einfach, Lockbait zu benutzen. Kommen wir auf jeden Fall rein, weil er hat noch einen Snowball gewastet ohne Grund. Aber er ist wieder back to Bubble. Okay, das wird tough. Er hat zwei kleine Spells. Und noch ein Poison. Junge! Also es gibt wirklich nichts. Also zum Beispiel Lavon ist jetzt nicht so schlecht mit dem Deck. Oder andere Graveyard-Decks gehen auf jeden Fall klar, aber dieses, also mit jedes Deck mit irgendwie mit Pfeil und Feuer war es immer relativ schwierig. Ich habe extra die Magic Arch reingenommen.
weil wirklich jeder Feuerball hatte. Melons auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Bring einfach einen Spearkopf, weil wir wahrscheinlich einfach einen Darkwinds droppen. Oder einen Prinz sogar. Sehr gut. Es gibt unseren Darkwinds. Ich will eigentlich, weil sein Prinz wird 100%ig chargen. Deswegen will ich auch, dass mein Prinz auch chargen. Das tut er nicht. Dummkopf. Okay. Bring mal das Goblin Bubble mal zur Seite. Mal gucken, ob er es sieht. SMG, er sieht es nicht. Er sieht es. Okay, kein schlechter Clash auf jeden Fall. Magic Archer rein. Gucken, was einfach poisonend. Wird er wahrscheinlich einfach poisonend. Ja, macht er. Kann man ihn nicht verübeln, aber irgendwie macht mein Magic Archer fett Augen. Deswegen kriegt er mehr Damage, als ich wollte. Boah, das ist tough, tough, tough. Aber okay, gegen das Rekruten-Deck wäre es sogar ganz okay gewesen, also die Flying Machine, aber. Ich bin ja bei Spear-Gobs. Die Spear-Gobs gefällt mir. Sehr gute Spear-Gobs. Damit gehen wir mal auf der anderen Seite auch aggressiv rein hier. Ist dran. Ist dran. Und wenn der Kennekart dran ist, hat halt auch den Reset mit den Zappies. Dann ist die dran, wollte ich sagen. Aber wir kriegen trotzdem guten Damage und können einfach rechts einen sehr, sehr juicy Lock bringen. Ich hänge einfach mal in der Kennekar noch rein. Kann irgendwie überleben, das wäre sehr, sehr saftig, schmächtig. Geh jetzt mal rein zur Seite, gucken, ob er es sieht. Er sieht es leider wieder. Junge, was ein Schwitzer. Jetzt lohnt sich nicht. Dürfen noch nicht. Wir sollten noch nicht hier irgendwie paniken. Schlechter Poison von ihm. Die Goblin Bowl. Muss er snowballen, wir kriegen trotzdem Hit. Ah, okay, jetzt vielleicht nicht. Okay, er hat wieder einen Buffer im Cycle. Interessant. Das ist aber ein nicer Magic. Der geht wirklich rein. Nein! Auge! Fettauge! Okay, was wir jetzt hier machen werden ist so reingehen. Und ich muss auf jeden Fall jetzt hier Magic Archer und da gibt es keine Option. Magic Archer bitte treffen. Ne, kann er nicht, weil das Sparkle gefällt. Einmal fällt der Sparkle und ich gehe nicht davon aus und deswegen funktioniert es nicht so wie es wollte. Das ist halt dieser Omega Lul Moment. Hier geht sehr, sehr aggressiv hier rein. Keine Karte rein. Ging aber auch viel zu wenig Damage. Viel zu wenig Damage, wenn ich ehrlich bin. Okay, er bringt jetzt hier einen Hunter. Wir bringen jetzt hier einen Log. Okay, er bringt jetzt hier das. Okay, wir können hier Damage bekommen. Komm. Schieß doch einmal auf den Turm. 69 HP, nein. Was ein Game. Wir hätten es fast noch gecomeback. Das Ding ist, wir haben nicht so viel gegen Prinz. Prinz war halt wirklich nervig, ne? Natürlich haben die Spear Goblins, aber Kennekart wird vom Prinz Guard kommen. Trotzdem geiles Game. Minus 40 nochmal. Alter. Das Game macht mich krank. GG's per Plate war trotzdem eine geile Episode. Probiert das Deck auf jeden Fall aus. Wie gesagt, ihr könnt auch die Prinz reinnehmen. Ihr könnt auch das Blastrock-Robot reinnehmen. Ihr könnt auch die Bandit reinnehmen für den Darkwind zum Beispiel. Skellies anstatt Spielgoblins. Also, die Stack hat wirklich sehr, sehr viele Chancen, ein bisschen anzupassen. Das ist zum Beispiel zurzeit meine Lieblings-Lockbreak-Variante. Auf jeden Fall danke für den ganzen Support. Abonniert gerne den Kanal. Ein bisschen längere Episode heute. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.